So, dann herzlich willkommen zurück. Die Pause war sehr kurz, von einem spannenden Thema ins nächste. Ich freue mich, dass wir uns jetzt hier dem nächsten Notfallschutz widmen können. Und zwar mit einem Vortrag von Sven Burbeck, einer für alle, ein kompletter OSM-Stack auf Docker-Basis für den Einsatz im radiologischen Notfallschutz. Und ich will auch gar nicht lange rumreden und wünsche Ihnen viel Spaß beim Vortrag. Ja, hallo. Ich begrüße Sie zu meinem heutigen Vortrag mit dem Titel Einer für alle, ein kompletter OSM-Stack auf Docker-Basis für den Einsatz im radiologischen Notfallschutz. Mein Name ist Sven Burbeck. Ich arbeite beim Bundesamt für Strahlenschutz in der Abteilung radiologischer Notfallschutz und dort im Fachgebiet RN1 Koordination Notfallschutzsystem. Worüber möchte ich heute sprechen? Zunächst ein paar Worte über das BFS bzw. unser Aufgabenfeld. Dann würde ich gerne eingehen auf die Anforderungen, die sich aus unserem Aufgabenfeld ergeben. Wie haben wir den OSM-Stack, über den ich spreche, umgesetzt? Also wie sieht die Architektur aus? Wie ist das Ganze in unseren WebGIS-Klienten eingebunden? Und abschließend noch eine kleine Präsentation, wie wir das fachlich einsetzen im Bereich Messdienstkoordination mit der Routenoptimierung. Bei den zahlreichen Logos, die hier unten mit auf dem Slide sind, sieht man schon, dass der OSM-Stack sich doch aus einigen Teilkomponenten zusammensetzt. Das beginnt beim OpenStreetMap selbst, geht über Docker Compose, das alles steuert, dann die Routenoptimierung mit Roam, der Routing-Service selbst, der Open-Route-Service und letztlich der Geo-Server. Das Bundesamt für Strahlenschutz kennen wahrscheinlich die meisten von Ihnen schon. Wir haben ja auch auf der VOSKIS schon den einen oder anderen Vortrag in den vergangenen Jahren gehabt. Ich habe hier mal einen kleinen Screenshot unserer Homepage reingepackt. Da sieht man, dass wir uns durchaus mit einem großen Spektrum an Aufgabenfeldern befassen. Das beginnt bei elektromagnetischen Feldern, also Stromleitungen oder SR-Werte von Handys, geht über optische Strahlung, sowas wie UV-Prognose, bis hin zur ionisierenden Strahlung. Darunter fällt dann zum Beispiel die Radonkarte, die vor kurzem erst aktualisiert wurde. Und auch unsere Abteilung, der radiologische Notfallschutz. Die Abteilung radiologischer Notfallschutz erfüllt wissenschaftliche und administrative Aufgaben auf dem Gebiet des Strahlenschutzes. Das ist ein relativ großes Aufgabenspektrum. Ich habe hier mal drei Punkte rausgegriffen, die dabei im Vordergrund stehen. Das ist zum Beispiel der Betrieb und die Weiterentwicklung des bundesweiten sogenannten integrierten Mess- und Informationssystems, dem IMIS. Die Überwachung der Umweltradioaktivität durch den Betrieb des Radioaktivitätsmessnetzes, das sogenannte Ortsdosis-Leistungs- oder ODL-Messnetz. Und besonders wichtig, die Koordinierung bundesweiter Messungen, die Durchführung eigener Messungen und die Erstellung des radiologischen Lagebildes als Teil des radiologischen Lagezentrums des Bundes im Falle eines radiologischen Unfalls. Wenn Sie sich weiter über das BFS informieren möchten, kann ich Ihnen sehr auch unsere kleinen Videos ans Herz legen. Die sind auch auf unserer Homepage verlinkt. Ich habe hier nochmal direkt einen Link zum Notfallschutz unten mit aufs Slide gepackt. Aus unserem Aufgabenspektrum, das ich gerade angesprochen habe, ergeben sich jetzt für den Einsatz eines OpenStreetMap-Stacks besondere Anforderungen. Das ist zum einen, wir benötigen Geobasisdaten mit einer weltweiten Abdeckung. Da gibt es ja immer wieder Diskussionen, ob Bundesbehörden OpenStreetMap-Daten verwenden sollen, können, wie auch immer. Durch amtliche Vermessungsdaten ist diese weltweite Abdeckung allein jedoch nicht gegeben. Das heißt, so sind wir automatisch dazu gekommen, zu sagen, okay, wir setzen OpenStreetMap-Daten ein. Teilweise auch in einer Kombination von OpenStreetMap mit amtlichen Vermessungsdaten. Das ist bei uns die Topless Open des Bundesamtes für Kartografie und Geodäsie. Zweite Anforderung, die sich ergibt: Wir benötigen eine Suchmöglichkeit nach Orten.
Und Orte sind hier nicht im Sinne von Verwaltungseinheiten, sondern mehr im Sinne des englischen Places mit weltweiter Abdeckung. Auch das ist natürlich gegeben durch OpenStreetMap. Das nächste ist, wir benötigen eine Routing-Funktionalität für den Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland und angrenzende Bereiche des benachbarten Auslands. Und wir wollten uns aber auch die Option aufhalten, wenngleich nicht ad hoc, dann zumindest mit einem gewissen Vorlauf ein weltweites Routing machen zu können, da unsere Kollegen durchaus auf Nachfrage auch im internationalen Rahmen Support geben. Das heißt, es kann sein, dass die Kollegen im Ausland unterwegs sind und messen und wir dort dann ein Routing benötigen. Insbesondere wichtig für den radiologischen Notfallschutz ist natürlich, dass das gesamte System eine besonders hohe Ausfallsicherheit hat. Die Themen Datenaktualität und Genauigkeit sind bei uns teilweise von nachrangiger Bedeutung. Die Datenaktualität haben wir bei den OpenStreetMap-Daten für absolut ausreichend erachtet. Wie sieht das Ganze jetzt aus in der Architektur? Ich habe gesagt, es steht im Titel, es ist ein Docker-Stack. Es gibt hier zwei große Bereiche erstmal. Man sieht einen unteren Bereich, den sogenannten Master-Host. Der ist eigentlich nur dafür da, die Daten aufzubereiten und permanent zu aktualisieren. Und dann gibt es einen oder mehrere Service-Host. Wir haben durch die Farbe sichtbar mehrere Aufgabenbereiche sozusagen des gesamten OSM-Stacks. Das ist einmal der Bereich Kartenkacheln. Geh mal von außen nach innen so ein bisschen. Rechts der blaue Bereich. Vom Postgres sowohl auf Master als auch auf Service Host. Und am Ende steht ein Kartenkachel-Server. Dann gibt es den Routing-Dienst. Wir setzen hier auf den Open-Route-Service. Mit einer kleinen Erweiterung der Routenoptimierung, auf die komme ich dann später noch zu sprechen. Im zentralen Bereich ist alles, was Suchanfragen geht, Nominatim mit Photon, das wir einsetzen. Und wir haben noch zusätzlich einen Geo-Server mit in den Stack aufgenommen, um auch per OGC Web Service auf die OSM-Daten zugreifen zu können. Was alle Teilbereiche letztendlich benötigen, ist das Kernstück des OSM-Stacks. Das ist der sogenannte Data Master, der fungiert im Zentrum stehend, so ein bisschen als Austausch zwischen Master und Service Host. Ich habe gerade gesagt, dass die Service Hosts angesprochen werden können per HTTP. Aus dem Internet. Das heißt, alle Teilbereiche, sowohl Open-Route-Service als auch der Kartenserver, der Geo-Server oder der Photon über ein HTTP-Proxy, sind separat über Proxys ansprechbar. Und insofern können sie auch getrennt betrieben werden. Das heißt, das muss nicht der komplette Stack sein. Die einzelnen Teilbereiche sind für sich lebensfähig. Man kann das Ganze natürlich ein bisschen zusammenfassen. Das tun wir bei uns auch über einen Proxy und Load Balancer. Das heißt, wir gehen nicht über die einzelnen Einfalltore, sondern bündeln das und gleichen es aus. Auch der Masterhost verbindet sich mit dem Internet, und zwar um regelmäßig Updates der OpenStreetMap-Daten zu ziehen. Das ist zunächst mal ein initialer Import des Blended-Files. Gilt für alles, für Open-Route-Service, für Nominatim und auch für den Postgres selbst. Und anschließend gibt es regelmäßige Updates. In unserem Fall sind das tägliche Updates der OSM-Daten. Was wird da ausgetauscht? Auf Seiten von Postgres wird das Schema via pgdump ausgetauscht zwischen Master und Service Host. Die Daten laufen letztendlich über eine logische Replikation. Für Open-Route-Service, den Photon und den Geo-Server geschieht der Datenabgleich letztendlich über ein Rsync, über SSH.
Beim Open-Root-Service wird dann nur noch der Routing-Graph auf den Service-Host übertragen. Für die Suche ist das der Elasticsearch-Index und beim Geo-Server wird das Data-Dir letztendlich an den Service-Host übermittelt. Ich habe gerade gesagt, dass sich ja auch der Master-Host mit dem Internet verbindet. Man sieht hier die Pfeile auf planetosm.org. Die Adresse ist natürlich konfigurierbar, so wie man sagen muss, dass insgesamt der Docker-Stack auf die individuellen Anforderungen konfigurierbar ist. Das heißt, ich kann sagen, in welchem Bereich möchte ich routen können, wie groß soll mein Datenbestand sein. Bei uns, ich hatte es angesprochen, reden wir für die Kartenkacheln von einem weltweiten Datenbestand und beim Routing über die Bundesrepublik plus 100 Kilometer und das heißt letztendlich, dass da schon für den Server auch gewisse Größenordnungen zusammenkommen. Ich glaube, unser Masterhost ist ungefähr 3,5 Terabyte groß und die Service Hosts jeweils 2 Terabyte. Wie sieht das Ganze jetzt beim Tilecache aus, was da passiert? Wir rendern initial bis zu einer bestimmten Zoom-Stufe einen Tilecache vor. Und wenn dann vom Client eine Anfrage kommt, dann kann entweder auf den bestehenden Tilecache zugegriffen werden oder sofern die Kachel noch nicht da ist oder veraltet ist, werden neue Kacheln gerendert. Das geschieht über den Tirex und den Mapnik-Renderer mit Zugriff auf die PostGIS-Datenbank. Wir haben insgesamt zwei bzw. drei Styles für die Wieso verfahren. Das hängt davon ab, ob wir einen Style einsetzen, auf dem wir unsere Fachdaten visualisieren wollen oder einen Style, auf dem wir das Routing betreiben. Und letztendlich haben wir das noch ergänzt um ein reines Labeling, das wir überlagern können, wenn wir flächige Fachdaten visualisieren. Ein bisschen anders gestaltet sich das Ganze, wenn wir einen externen Server mit einbinden, also kein eigenes Rendering betreiben. Ich hatte das zu Beginn angesprochen, dass wir das tun. Und zwar für einen besonderen Kartenstil, der sich bei uns gut eignet und insbesondere im radiologischen Lagezentrum eingesetzt wird. Das ist die Top Plus Open in der Graustufenvariante des Bundesamtes für Kartografie und Geodäsie. Da zapfen wir sozusagen den Tilecache des BKG an. Auch da wird initial ein bestimmter Bestand vorgerechnet. Und wenn Karten nachgefragt werden, die noch nicht bei uns im Tilecache sind, dann verbindet sich der Server mit dem BKG und holt diese Daten vom BKG-Server nach. Wie wird das Ganze jetzt orchestriert? Wir machen das derzeit noch über Docker Compose. Und der gesamte Stack kann eigentlich mit einer Handvoll Befehlen gestartet werden. Für den Masterhost würde das heißen, dass alle Container, die dort benötigt werden, mit einem einfachen Docker Compose Build zunächst mal gebaut werden und dann mit einem Docker Compose Up hochgefahren werden. Gleiches gilt analog für den Service Host, nur für die entsprechend anderen Container. Einmal bauen, dann hochfahren und dann kann man eigentlich abwarten, weil die Container so sind, dass sie auf die Verfügbarkeit gegenseitig warten. Das heißt, ich kann den Service Host hochfahren, auch wenn der Master Host noch nicht fertig wird. Ich habe gesagt, dass es eine bestimmte Größenordnung ist bei uns mit einem weltweiten Datenbestand. Also wenn ich das gesamte System auf dem Master Host hochfahre, dauert das bei uns durchaus 2,5 Tage. Und so lange wirft der Service Host vielleicht Fehlermeldungen, weil sein Master noch nicht da ist. Aber letztendlich, sobald er bereit ist, zieht er sich seine Daten automatisch. Die Konfiguration des Ganzen geschieht neben der Docker Compose YAML über ein .env-File. Da steht dann zum Beispiel sowas drin, wo hole ich meinen Datenbestand, wie groß ist der. Hier in dem Beispiel holen wir jetzt nur die OSM-Daten für Deutschland und auch die Updates für Deutschland. Oder ich kann
spezielle Konfiguration machen, wie ich sie hier angeführt habe, für den Open-Route-Service und einzelne Configs setzen. Wie viele Routen kann ich nutzen? Möchte ich Isochronen berechnen, ja oder nein? Wie sieht das Ganze jetzt aus, wenn wir das in den Klienten einbinden? All die Funktionen, die uns der OSM-Stack bietet, sind da eigentlich mit integriert. Fangen wir mal rechts unten an. Wir haben die Kartenkacheln. Das ist jetzt hier der Kartenbestand vom BKG, die Top Plus Open im Hintergrund zur Visualisierung. Dann nutzen wir das Geocoding. Einmal über unser Suchfeld, wo man allgemein nach Orten oder auch Fachdaten suchen kann. Und die Ortssuche geht über den OSM-Stack. Gleiches gilt für Ortssuche, wenn sie innerhalb des Routings eingesetzt wird. Hier in dem Beispiel bildlich dargestellt bei der Isochronenberechnung. Wenn ich also einen Ort, ich habe da Rosastraße, Bundesamt für Strahlenschutz eingegeben, dann setzt er mir automatisch das Zentrum dahin, beziehungsweise einen Start- oder Endpunkt beim Routing. Ich kann beim Routing aber auch mit dem rechten Mausklick in der Karte einen Punkt setzen. Dann greift das Reverse Geocoding, das heißt, er sucht in einem Umkreis der gesetzten Koordinate, sucht er mir eine Adresse aus und schreibt die dann oben in das entsprechende Feld des Formulars. Beim Routing sieht man, wir haben drei unterschiedliche Optionen. Das klassische Routing mit Start und Ziel. Das Flottenrouting, das heißt, ich habe mehrere Fahrzeuge und mehrere Ziele, die angefahren werden sollen und die sind zu optimieren. Und das, was ich hier visualisiert habe, was wir aber zugegebenerweise derzeit gar nicht so nutzen, das ist die Isochronenberechnung. Ich kann also sagen, in welchem Zeitrahmen kann ich welche Orte erreichen. Die Berechnung erfolgt natürlich rein aufgrund der OpenStreetMap-Attribute, also handelt es sich um eine Autobahn, um eine Schnellstraße und so weiter. Ein kleines Zusatzfeature, das wir teilweise haben entwickeln lassen bei den Softwareprodukten des Routings, das ist die Notwendigkeit, sogenannte Void Areas zu integrieren. In der Präsentation habe ich hier einfach nur ein kleines Rechteck mal reingesetzt und sagt, dieses soll ein Polygon sein, was beim Routing ausgespart wird oder eben hier bei der Isochronenberechnung. Und wie man sieht, werden diese entsprechenden Flächen dann ausgespart und sowohl das Routing als auch die Isochronenberechnung geschieht ausschließlich darum herum. Man kann das nicht nur für ein Polygon machen, sondern beliebig viele Polygone. Abschließend möchte ich noch ein Beispiel der Routenoptimierung geben. Das wird bei uns eingesetzt im Bereich der Messdienstkoordination bzw. der Messteamkoordination. Da geht es darum, dass eine bestimmte Anzahl von Fahrzeugen eine bestimmte Anzahl von Zielen einsteuern soll, um dort bestimmte Aufgaben zu erledigen. Man kennt das von einem Paketservice, von einem Pizzaservice. Das sind so die Klassiker bei der Routenoptimierung. Bei uns sind das natürlich Messteams, die an bestimmten Orten stationiert sind und im Einsatzfall Zusatzmessungen durchführen sollen, zusätzlich zu den bereits ortsfesten Sonden, die wir über das gesamte Bundesgebiet verteilt haben. Man kann als Konfigurationsparameter für die Routenoptimierung nicht nur die Standorte der Fahrzeuge und Ziele festlegen, sondern auch die Verfügbarkeiten der einzelnen Fahrzeuge. Man kann festlegen, wie lange eine bestimmte Aufgabe an einem Ort dauert. Und dann wird automatisch berechnet, welches Fahrzeug welche Ziele ansteuern soll. Die Ergebnisvisualisierung erfolgt hier im unteren Bereich auch mit Zusatzinformationen. In dem Fall ist das einfach die Höheninformation. Die ist in der Praxis für uns irrelevant. Wir zielen natürlich darauf ab, zukünftig andere Informationen, nämlich die Strahlenbelastung, dort visualisieren zu können, was wir derzeit allerdings noch nicht machen. Ich hatte gerade die klassischen Fälle von Routenoptimierung, also Paketdienst, Pizzaservice, sowas genannt. Und darauf ist die Software zur Routenoptimierung, bei uns ist es das Vroom,
auch in erster Linie ausgelegt. Das heißt, Optimierung erfolgt in dem Fall initial erstmal darauf, die Wegstrecke zu optimieren, also möglichst wenig zu fahren, um effektiv zu sein. Bei uns ist das Ziel aber gegebenenfalls durchaus ein anderes. Das heißt, wir wollen die Aufgaben der Messung gegebenenfalls so schnell erfüllen wie möglich. Und für dieses as soon as possible haben wir ein Skript schreiben lassen um die Groom-Bibliothek drumherum, wo wir in einem mehrstufigen Verfahren uns dahingehend annähern, dass es jetzt möglich ist, die Aufgaben so schnell wie möglich zu erfüllen oder sogar in einem Zwischenschritt auszuwählen, wo der optimale Abgleich zwischen so schnell wie möglich und so wenig Wegstrecke wie möglich, denn Wegstrecke bedeutet letztendlich natürlich auch, dass die Einsatzkräfte möglicherweise einer Strahlenbelastung ausgesetzt sind, dazwischen zu optimieren. Das Ganze ist in dem sogenannten Vroom as soon as possible Skript eingebaut. Auch das ist frei verfügbar und Teil des Stacks. Dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich habe hier unten nochmal die GitHub-Adresse des OpenBFS eingefügt, unter der der OSM-Stack verfügbar ist. Ich möchte an der Stelle auch nicht unerwähnt lassen, dass die Entwicklung des OSM-Stacks nicht bei uns im Hause geschehen ist, intern, sondern mit externen Dienstleistern umgesetzt wurde, insbesondere der Geofabrik, und freue mich jetzt auf Ihre Fragen im Anschluss. Vielen Dank. Ja, danke Sven für diesen interessanten Vortrag. Schön, dass wir so einen Einblick ins Bundesamt für Strahlenschutz quasi bekommen durften. Und es sind tatsächlich auch ein paar Fragen natürlich eingetrudelt, sage ich mal. Und die können wir jetzt mal direkt bearbeiten. Fangen wir einfach mal unten an, oder mit dem höchstgevoteten besser gesagt. Gibt es eine Offline-Verfügbarkeit? Oder was zu sagen? Ja, das kann ich gerne sagen. Offline-Verfügbarkeit gibt es an der Stelle nicht. Das heißt, wir sind auf Web-Services angewiesen. Das ist eine Frage, die bei uns in der Tat auch hochkam, insbesondere beim Routing. Ist das natürlich, wäre das eine interessante Lösung für die Messteams, wenn die entsprechenden Dienste offline nutzen könnten, aber das ist derzeit nicht gegeben mit der Struktur, wie wir sie haben. Danke. Mit dabei übrigens hier auch, falls Sie sich wundern, warum hier zwei Personen zu sehen sind, neben mir ist Michael Reichert, der quasi für die Entwicklung zuständig war. Und dann stellen wir mal direkt die nächste Frage. Können Master und Service Host auch auf einer Maschine laufen? Oder welche Netzwerkverbindungen müssen erlaubt werden etc.? Könnt ihr da was zu sagen, wenn das nicht quasi so läuft, wie das jetzt aktuell der Fall ist? Sie können prinzipiell auf einer Maschine laufen und gerade im Entwicklungsumfeld, wenn man die Container verbessert und testet, ist es auch einfacher, weil man das Setup einfacher hat. Im produktiven Einsatz ergibt das jedoch keinen Sinn, weil dann hätte man zwei Postgres-Datenbanken auf dem gleichen Host, wo die eine von der anderen repliziert. Da ist eine, könnte man eine aus dem Stack streichen. Dann haben wir noch zwei Fragen zum Thema Karten, sage ich mal. Er hat ja die TopPlus Open angesprochen, dass die verwendet wird. Und hier ist die Frage, ob quasi noch andere Karten außer TopPlus Open gecached genutzt werden können. Genau, der Michael hatte das ja im Chat schon beantwortet, dass prinzipiell alle Teilservices eingebunden werden können. Das ist so konfiguriert, dass man eigentlich nur eine entsprechende URL eingeben muss und ist dann völlig frei über jeden Teilservice, den man ansprechen möchte. Der T-Rex hat mittlerweile ein neues Backend, mit dem er auch Teils von fremden Teilservern einbinden kann und dementsprechend auch in den Teilcache tun kann. So super performant ist das aber nicht, weil bei einer einzelnen Teilanfrage ja erstmal alle 64 Teils abruft, die man für das Metateil braucht. Genau, dann hattet ihr ja quasi auch von genau T-Rex, Mapnik etc. gesprochen und auch vom Geo-Server und deshalb wird hier auch gefragt, wird der Geo-Server Cloud genutzt? Könntet ihr vielleicht zum Einsatz vom Geo-Server in dem Zusammenhang nochmal ein, zwei Sätze sagen?
Nein, das wird das GeoServer-Image von Oscar Fonts verwendet. Also der GeoServer hat in diesem Stack auch nur eine marginale Bedeutung und wird eigentlich höchstens für so PoE-Overlays oder so verwendet und eben um WMS anzubieten. Genau, dann Genau, haben kann ich wir. an der Stelle noch ergänzen, dass wir allerdings auch feststellen, also gerade jetzt durch die aktuelle Lage, Ukraine zum Beispiel, dass diese GeoServer-Funktionalität vielleicht zukünftig für uns auch mehr Bedeutung gewinnen wird und wir das an der Stelle sicher noch deutlich ausbauen werden. Und wir denken auch darüber nach, unsere Services insgesamt Richtung Cloud zu bewegen, also Kubernetes, so Dinge stehen im Raum. Und dann wird man sich vielleicht vor diesem Hintergrund auch den OSM-Stack nochmal genauer anschauen. Genau, das zieht vielleicht auch so ein bisschen auf die nächste Frage. Weshalb ist für das BFS die weltweite Abdeckung wichtig? Dann so ein bisschen hast du es ja quasi gerade schon gesagt. Genau, wir haben teilweise, können es eben Anfragen im internationalen Umfeld geben, sodass wir davon ausgehen müssen, dass unsere Messteams oder Kollegen auch international tätig sind. Aber selbst wenn nicht, zeigen solche Ereignisse wie Fukushima zum Beispiel, dass wir relativ schnell in der Lage sein müssen, international zu agieren, Karten zu erstellen, die radiologische Lage zu bewerten. Und das wird hoffentlich in aller Regel immer im Ausland sein und nicht in Deutschland. Genau, und meistens ist es so radiologischen Teilchen ja auch egal, wo sich eine Grenze befindet. Von daher geht das ja quasi so flüssig drüber. Dann haben wir hier noch zwei Fragen. Ich gucke mal schnell auf die Uhr. Die schaffen wir, glaube ich, noch. Einmal, könnte es auch mit kleineren Datensätzen wie Bundesland- oder Landkreisebene konfiguriert werden? Also inwieweit ist das angedacht oder Ja, vielleicht sogar schon möglich? das ist schon möglich. Das tun wir in der Tat auch in der Testumgebung mit relativ kleinen Datenbeständen, weil das Seeding an sich ja doch relativ lange dauert, wenn man jetzt einen weltweiten Datenbestand würde. Und das ist genau das Vorgehen, wie wir es nutzen, um die Weiterentwicklung voranzutreiben, dann immer mit relativ kleinen räumlichen Bereichen. Und dann gibt es hier noch eine letzte Frage, die sich eher auf das BFS grundsätzlich bezieht, quasi anstatt auf die Anwendung. Ist das BFS grundsätzlich auch Dienstleister für die Bundeswehr, der hier gegebenenfalls ähnliche Aufgaben ausgeübt werden? Also arbeitet ihr da zusammen? Wie ist das? Dienstleister sind wir nicht. Enge Kontakte gibt es natürlich, sieht man gerade jetzt in der aktuellen Situation, Ukraine. Also Verbindungen ja, aber Dienstleister für andere Behörden sind wir an der Stelle nicht. Gut, dann danke Michael, danke Sven für den Vortrag, für die Beantwortung der Fragen, dass sie hier an der Foskes-Konferenz teilnimmt und uns einen Einblick liefert in den, was da passiert im BFS. Sehr, sehr spannend.